willkommen, liebe Videofreunde, zu einem neuen Video. Ja, ich bin wieder alleine on Tour, wieder Claudia on Tour, ohne Michael. Naja, aber ich bin nicht ganz alleine, weil wir treffen uns hier. Ich bin gerade in Thüringen, erzähle ich euch gleich, mit ein paar anderen, unter anderem auch die M&Ms wieder, diesmal also nicht am F60, wie gewohnt, mit Michaela und Michael, sondern diesmal in Thüringen. Und ich bin froh, dass ich von meinem Herz allerliebsten das okay bekommen habe, dass ich fahren darf, weil sonst wäre ich Ostern ganz alleine zu Hause gewesen, hatte irgendwie auch keine Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher, ja, ist das schön, dass ich in Gesellschaft bin. Und aber wir fahren halt nächstes Wochenende auch schon wieder weg und für ein paar Tage. Und das sind auch ordentlich Kilometer. Und das geht halt echt ins Geld. Ne? Alleine das Spritgeld, was du bezahlst, um zu fahren, das ist schon echt heftig. Und aber naja, ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen, wenn Michael arbeiten geht und ich fahre alleine, dann ist auch mal ein bisschen komisch für mich, ne? Aber ich bin froh, muss ich ehrlich sagen. So, wo sind wir? Also, gestern war ich in Radebeul. So fing meine Tour an. Ich habe mich entschieden, dann schon ein bisschen früher loszufahren und habe in Radebeul eine Zwischenstation gemacht. Und das war auch sehr schön. Und zwar ist das der Stellplatz an der Festwiese. Und das ist unmittelbar in der Nähe zur Elbe. Und man kann da wunderbar an der Elbe langlaufen. Hatte dann am Abend noch so eine richtige schöne Abendstimmung erwischt. War zwar bitterkalt, aber es war trotzdem schön. Ja, und gestern, wo ich losgefahren bin, früh schien auch die Sonne. Und habe ich einen schönen Hundegassigang gemacht. Und war wunderschön, konnte also den Morgen richtig toll anfangen. Und dann kam noch ein nettes Pärchen auf mich zu, und zwar der Ehrenfried und die Monika. Die schauen uns halt auch immer ganz gerne wohl und waren total freundlich, und wir haben uns so super gut unterhalten und haben uns da auch eine ganze Zeit lang verquatscht. Der Ehrenfried hatte noch ganz gute Tipps gehabt, auch was so Ausstattung betrifft, wohnmobilmäßig. Und ja, aber dann müssen die sich mal mit Michael unterhalten, weil ich bin ja nicht so technikaffin. Und von daher hoffe ich, dass wir uns nochmal wiedersehen, lieber Ehrenfried und Monika, wenn ihr das seht. Weil die beiden wohnen nämlich ganz in der Nähe von Ratzdorf, wo ich ja gerne hinfahre. Ja, und vielleicht kann man sich da ja mal treffen und mal ein Wochenende, einen Abend zusammen verbringen, und dann können die Männer sich mal schön austauschen. Und wir haben wunderbar gequatscht, war sehr informativ und richtig schön, und wir hätten gerne noch also weiter gequatscht und länger sitzen können, aber ich musste dann auch los, weil ich hatte ja dann auch noch eine Strecke von über 300 Kilometer vor mir. Und bin super gut durchgekommen gestern. Was ein Glück, weil die anderen beiden jetzt, die gerade gekommen sind, Michael und Michaela, die sagten, heute wäre sehr voll gewesen, die Autobahn. Und ja, ich hatte gestern Glück. Also ich bin richtig gut entspannt gefahren und bin gestern auch mal etwas langsamer gefahren. Ich bin also so durchschnittsmäßig 110 Stundenkilometer gefahren und muss sagen, das hat sich auf dem Tacho bemerkbar gemacht. Ich wollte halt versuchen, ein bisschen was zu sparen, das ist, ne, mit dem Sprit und so. Und ja, muss sagen, also ich habe einen halben Tank verbraucht, ein kleines bisschen mehr als einen halben Tank, aber wirklich nur ein bisschen bis Oberhof. Oberhof war eigentlich mein gestriges Ziel. Ich bin dann abends da angekommen oder Spätnachmittag und bin zu dem Stellplatz gefahren an dem Biathlon-Center. Aber da war alles leer. Ein Wohnmobil stand da, das ist ja so wie so ein großer Parkplatz eher, ne? Und ansonsten war niemand, und an den angrenzenden Parkplatz, an dem riesengroßen, da war auch kein einziges Auto. Ich gehe davon aus, dass da im Moment zu ist, vielleicht jetzt am Wochenende, Ostern, dass man da rein kann und sich das angucken kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so ein bisschen verlassen, und ach, ich habe mich dann entschieden, ich fahre dann doch weiter, weil es waren noch von Oberhof bis hierhin 29 Kilometer, und die bin ich dann noch gefahren.
Und bin dann an einem Abend, gestern Abend hier angekommen und hatte noch einen schönen Sonnenuntergang. Und ja, es ist eine traumhafte Kulisse hier. Ist ja halt direkt an einem Flugplatz. Der nennt sich Dolmar. Die Region hier nennt sich irgendwie auch Dolmar. Und der Ort hier heißt Kühndorf. Kühndorf oder Kühnsdorf? Ich glaube Kühndorf. Moment, ich gucke, dass ich auch gleich das Richtige erzähle. Kühndorf. Und der Platz ist so sehr schön. Das Einzige, was mir hier fehlt, ist eine Müllentsorgung. Hat man nicht. Und das ist natürlich, wenn man dann vielleicht ein paar Tage länger bleiben will, echt schlecht. Habe heute mit meinen Nachbarn hier gesprochen und die packen das dann unter das Auto drunter. Mache ich nicht so gerne, lockt die Tiere an. Und ich bin dann heute früh in den Ort reingefahren und habe das an einem öffentlichen Mülleimer, habe ich meinen Müll entsorgt. Und so werde ich das übermorgen oder morgen, je nachdem, wann ich wieder muss, nochmal machen. Ist nicht weit, 1 Kilometer bis in den Ort rein. Von hier aus sind es 10 Kilometer bis nach Meiningen. Da war ich gestern Nachmittag dann nochmal kurz einkaufen und tanken. Ich wollte nochmal vor Ostern tanken, weil Ostern wird es mit Sicherheit teurer werden. Und dann bin ich dann nochmal kurz abend rüber gefahren. Eine tolle Stadt. Das, was ich gesehen habe vom Durchfahren, war ich echt positiv überrascht. Schön. Schöne Stadt Meiningen. Und ja, und jetzt werden wir es uns heute hier ein bisschen gemütlich machen. Morgen kommen die anderen dazu. Und dann werden wir mal 2 schöne Tage hier verbringen. Und ja, wenn es was zu zeigen gibt, zeige ich das und nehme euch gerne mit. Ansonsten, wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Abo da. Kostet euch nichts. Ihr könnt auch auf die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein Video von uns, wenn ihr das sehen möchtet. Und ja, wir würden uns freuen. Es bringt uns ein bisschen weiter. Also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Video. Und ja, dann sage ich einfach mal jetzt tschüss. Gibt nichts mehr zu sagen. Find immer kein Ende. Macht's gut. Tschüss.